Zwei Rucksäcke in einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, die Leben retten können. Seit 1994 gibt es in Deutschland First Responder bei der Feuerwehr. Sie fungieren quasi als Bindeglied zwischen den Ersthelfern vor Ort und dem professionellen Rettungsdienst. Also wir haben in unserem First Responder Rucksack eine komplette medizinische Ausstattung für eine Erstversorgung mit dabei. Also wir können von Start weg alles eigentlich abdecken. Wir können von einfachem Wundmanagement Blutungen versorgen. Wir können Atemwegsprobleme versuchen zu verbessern, indem man dem Patienten Sauerstoff gibt. Wir können die Atemwege sichern, wir können die Patienten beatmen. Wir können ganz normale Diagnostik durchführen, wie Blutdruck messen, Blutzucker messen, um also die Patienten erst zu versorgen oder auch dann den Rettungsdienst zu unterstützen. Also in dem zweiten Rucksack haben wir unser Reanimationsgerät dabei, heißt bei uns Lukas. Hier haben wir hier einmal die Platte, die unter den Patienten geschoben wird und dann hier das Reanimationsgerät an sich. Es wird über den Patienten geschnallt und dann haben wir hier in der Mitte einen Stempel, der die Herzdruckmassage, die wir beginnend mit der Hand dann maschinell ersetzt. Das Gerät ist sehr effektiv. Es drückt immer in der gleichen Stärke, in der gleichen Tiefe und führt so eine kontinuierliche Herzdruckmassage durch. Ein First Responder wird nur bei bestimmten Einsatzstichwörtern von der integrierten Leitstelle angefordert. Bewusstlose oder leblose Person, Atemstillstand, Reanimation oder Polytrauma. Die Alarmierung des First Responder ist aber nur sinnvoll, wenn dadurch ein medizinisch relevanter Zeitvorteil bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erreicht werden kann. Der nächstgelegene Rettungswagen wird immer mit alarmiert, ein Notarztwagen wird alarmiert. Und First Responder ist ja eigentlich das Ziel, eine schnelle erste Hilfe zu haben. Das heißt, unsere HLFs sind zum einen manchmal schneller an der Einsatzstelle vor Ort. Also wir haben schneller medizinische Hilfe vor Ort. Und das andere ist natürlich die Unterstützung durch die Manpower, dass wir einfach bei schweren Verletzungen, bei Reanimationssituationen viele Kräfte vor Ort haben, die adäquat Hilfe leisten können. Laut Feuerwehr kommt es immer noch oft genug vor, dass Ersthelfer vor Ort verwundert sind, wenn plötzlich ein großes Feuerwehrauto zuerst ankommt, obwohl sie doch einen Rettungswagen erwarten. Aber bei einer Wiederbelebung kommt es für den Patienten eben auf jede Minute an. Jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau in München ist medizinisch ausgebildet. Dementsprechend sitzt auf jedem HLF sicherlich ein Rettungssanitäter, meist auch ein Rettungsassistent oder Notfallsanitäter. Und alle Kolleginnen und Kollegen sind so medizinisch ausgebildet, dass sie da hervorragend Erste Hilfe leisten können. Im vergangenen Jahr hatten die First Responder der Feuerwehr 6.000 Einsätze, zu denen sie ausgerückt sind. Wenn also wieder mal ein großes Feuerwehrauto unterwegs ist, muss es nicht zwangsläufig irgendwo brennen. Aber trotzdem kann es um Leben und Tod gehen.